jetzt heißen wir Philipp willkommen. And now we welcome Philipp. Er kommt aus dem fernen, fernen Drittland. He comes from the far, far third part country. Aus United Kingdom. From the United Kingdom. Er musste da einige Prozeduren bürokratischer Art durchstehen. There were some bureaucratic procedures he had to go through. Dass er sozusagen überhaupt einreisen durfte in dieses europäische Gebiet. That he was allowed to, it's no joke, to enter into this European area. So, es war bis zur letzten Sekunde nicht klar, ob sie ihn zulassen. So up to the last second it was not clear whether they would admit him. Aber der Heilige Geist hat alle Tricks angewandt und er ist jetzt da. But the Holy Spirit did everything possible and now he is here. Ja. I wouldn't admit myself either. Ich hätte mich auch nicht zugelassen. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Hallelujah. Awesome. Praise God. Wunderbar, erstaunlich. Preis Gott. Wunderbar. Wonderful. Awesome. Now I was going to try and translate you. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Well, it's lovely to be here. Es ist so gut hier zu sein. But I'll come out with it straight away. I'll say this straight away. Also, das sage ich einfach so. I am a new covenant believer. Ich sage das gerade heraus, ich bin ein Gläubiger des neuen Bundes. And I believe we've arrived already. Und ich glaube, wir sind schon da. We just don't know it yet. Wir wissen das nur nicht noch richtig. Amen. Amen. Hallelujah. Glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Herrlichkeit. Just a few weeks ago, I was lying in a hospital bed. Es ist erst ein paar Wochen her, da lag ich im Krankenhaus im Bett. But you know what? I still believe in the new covenant. Aber wisst ihr, ich glaube immer noch an den neuen Bund. Because my God is able. Denn mein Gott kann. Amen. 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 Glory of the Lord is all over you. Thank you, Jesus. So back in November of last year, the whole family got COVID. Also letztes Jahr im November hat meine ganze Familie, ich auch, hatten wir Corona. And during that time, I don't know, like you lose track of time when you're unwell. But also ich habe jetzt die Zeit irgendwie verloren, aber irgendwann dann. But I remember turning to my eldest son. Aber ich weiß noch, ich habe meinen ältesten Sohn gefragt. And as his father, I turned to him and I said, ich bin sein Vater und ich habe ihm gesagt, if I come out of this illness, it will be a miracle. Wenn ich diese Krankheit überlebe, das ist ein Wunder. And a few days later, ein paar Tage später, the children were in bed. Die Kinder waren schon im Bett. And I was sitting on our sofa in our lounge. Und ich saß in unserem Wohnzimmer auf dem Sofa. And I turned to my wife and I said, ich habe zu meiner Frau gesagt, I'm leaving now. Ich gehe jetzt. Because I knew it was my time to go. Denn ich wusste, das war jetzt Zeit für mich zu gehen. And she says, no, don't go. Und sie sagte, nein, geh nicht. And I said, no, I don't want to go, but it's my time to go. Und ich sage, ich will nicht gehen, aber es ist jetzt Zeit. And as I said these things to her by the foreknowledge of the Spirit. Your own Spirit. Yes, by the okay, ich sagte das zu ihr im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte. I then started to see that long tunnel with a light at the end of it. I saw the long tunnel mm-hmm. with a light at the end of it. Ich sah einen langen Tunnel und am Ende war Licht. And it was like this
magnetic force was pulling me towards that light. Und diese magnetische Kraft, die hat mich zu dem Licht gezogen. And my wife was saying, "Don't go, don't go." Und meine Frau sagte, geh nicht, geh nicht. And I remember I started to think about my wife and I started to think about my children. Und ich fing an meine Frau zu denken, über meine Kinder nachzudenken. And all this time there's this force pulling me into the next world. Und die ganze Zeit hat diese Kraft mich in die nächste Welt gezogen. And I just remember, I couldn't even speak now, but I remember my thoughts were, I want to be there for my family, I want to see my children grow up. Also ich konnte nicht reden, aber ich kann mich noch erinnern, meine Gedanken haben gesagt, ich will meine Familie sehen, ich will sehen, dass meine Kinder erwachsen werden. I want to see my boys get married. Ich will sehen, dass meine Söhne heiraten. And then I left this world. I left this world. Und ich habe diese Welt verlassen. And the next thing I remember. Und als nächstes erinnere ich mich daran. Is returning back into my body. Ich kam zurück in meinen Körper. And I opened my eyes. Und ich öffnete die Augen. And I turned and I looked. Ich habe den Kopf gedreht und nach oben geschaut. Because I knew my son was praying. Denn ich wusste, dass mein Sohn betet. And his hand was on my shoulder. Und seine Hand war auf meiner Schulter. And as I opened my eyes and I looked at him. Und ich mach die Augen auf und schaue ihn an. I saw the tears roll down his face. Da sah ich die Tränen über sein Gesicht laufen. And his eyes were closed and he was praying and he was speaking life back into me. Seine Augen waren geschlossen, er betete und sprach das Leben wieder in mich. But he says he closed his eyes quickly because when I opened my eyes and I looked at him, it freaked him out. Und dann hat er mal die Augen aufgemacht, aber er hat sie sofort wieder zugemacht, weil er konnte es nicht aushalten, als er meine Augen offen gesehen hat. Yeah, he thought he was doing an exorcism. An exorcism. He, you know, he the, thought, like the movie, you know, the horror movie. You thought. No, he did. Don't worry about it. Er dachte, er wird jetzt Exorzismus machen, okay. Wie in dem Horrorfilm. But my wife was my feet crying and praying life into me. Und meine Frau war zu meinen Füßen, hat geweint und hat Leben in mich hineingebetet. Yeah. This earthly father needed an earthly son to pray for him. Dieser irdische Vater brauchte einen irdischen Sohn, der für ihn betet. When I had no strength to do anything for myself, he stepped in and prayed life back into me. Als ich keine Kraft mehr hatte, irgendetwas zu tun, da ist er eingetreten und hat das Leben wieder in mich hineingebetet. Glory, hallelujah. I tell you, you're called to be sons and daughters in this kingdom. Aber ich sage euch, ihr seid berufen, Söhne und Töchter in diesem Reich zu sein. And there's some earthly fathers who need sons and daughters to pray for them. Und es gibt irdische Väter, die brauchen Söhne und Töchter, die für sie beten. So a few weeks after that, I went into a seriously decline in my health. Und ein paar Wochen danach, da hatte ich einen ernsthaften Gesundheitsverfall. You know, because the devil can't kill you, he'll still stab you. Denn wenn der Teufel dich nicht umbringen kann, dann rammt er dir einen Dolch in den Rücken. And so in January I was feeling very ill once again. Also im Januar war ich wieder sehr krank, habe ich mich wieder sehr krank gefühlt. And slowly my health was going downhill. Und meine Gesundheit ging langsam bergab. And so it got to the first week of March. Und Anfang März. And through all this time, the only thing I was able to do was to get up and preach to the church each week, and then that was it. I was wasted. Die ganze Zeit habe ich es nur geschafft, einmal in der Woche aufzustehen, die Predigt zu halten, und dann war ich wieder fertig. But after much prayer and no change. Nach viel Gebet hat sich immer noch nichts verändert. We decided to call for help. Und dann haben wir beschlossen, Hilfe zu rufen.
So three paramedics arrived. Dann kamen also drei Notfallsanitäter. And started to work on my health. Und haben sich mit meiner Gesundheit befasst. And sent me to hospital immediately. Haben mich sofort ins Krankenhaus gebracht. And in hospital I found out that I should have died in January. Und im Hospital, im Krankenhaus, haben sie herausgefunden, dass ich im Januar hätte sterben müssen. The condition I was in, most people only survive 2 days. Also der Zustand, in dem ich damals war, den überleben die meisten Leute nur 2 Tage lang. But because of the prayers of believers, I'd gone for 2 months. Aber aufgrund der Gebete der Gläubigen habe ich es 2 Monate lang durchgehalten. So in that hospital, I was very weary, very tired, very worn out. Also im Krankenhaus, da war ich fix und fertig, ich war schlapp, ich konnte nicht mehr. And they would move me from one place to another. Und sie haben mich von einer Station zur anderen gebracht. They didn't know what to do with me. Sie wussten nicht, was sie mit mir anfangen sollten. So I would go and I ended up on the surgical ward. Und zum Schluss bin ich auf der OP-Station gelandet, auf der Chirurgie. And you know, there's all these patients with operations all around me. Da waren all diese frisch operierten Leute. And the doctor would come in and he would look at me over his glasses. Und der Arzt kommt rein und guckt mich so an über seine Brille. And he would poke me and press me and. Und er drückt da und stupfelt an mir rum. And he would say, "Does that hurt? Does this hurt?" Tut das weh? Tut's hier weh? And I would say no. Und ich sag nein. And he just would look at me and think, there must be something I can operate on. Also der hat mich anguckt und hat wahrscheinlich gedacht, da muss irgendwas geben, das ich wegoperieren kann. You know, but in this time it was, I was being driven crazy with a lack of sleep. Aber ich bin schier verrückt geworden wegen Schlafmangels. And in the bed opposite was what appeared to be a demon-possessed man. Denn im Bett gegenüber, da war ein Mann und der war offensichtlich von Dämonen besessen. And he'd be screaming and shouting day and night. Der hat geschrien und gerufen Tag und Nacht. And the rest of the world was crying out in pain and agony from their operations. Und der Rest von in dem Zimmer oder in der Station, die haben geheult und geschrien wegen der Schmerzen nach der Operation. I was feeling miserable. Also ich habe mich wirklich elend gefühlt. And I had my phone and I was sending messages to my wife every 5 minutes. Und ich habe vielleicht alle 5 Minuten meiner Frau eine Message geschickt. You know, I was just so depressed and worn out. Also ich war so deprimiert und so fertig. And if I was depressed and worn out, my wife was going to be depressed and worn out too. Und in der Folge war meine Frau auch deprimiert. Putting up with my messages of despair and. Ja, also all meine Hilferufe und Verzweiflungsschreie. And whilst in that condition, God just spoke into my spirit. Und in diesem Zustand hat Gott in meinen Geist hineingesprochen. And he said to me. Und er sagte zu mir. Something I already knew, but I'd forgotten. Also ich wusste es schon, aber ich hatte es vergessen. He says, "Your life doesn't come from your body. Your life comes from your spirit." Dein Leben kommt nicht aus deinem Körper, dein Leben kommt aus deinem Geist. And it was like the light bulb turned back on. Und da ging das Licht an. So I decided to make a difference. Und ich beschloss, es jetzt anders zu machen. And I stopped complaining. Und ich habe aufgehört, mich zu beklagen. And I put my earphones in and turned on some worship music. Ich habe meine Ohrhörer eingestöpselt und habe Lobpreismusik angemacht. I started praising Jesus from my bed. Und im Bett habe ich angefangen, Jesus zu preisen. And I didn't care what anyone else was thinking. Es war mir ganz egal, was die anderen denken. And in that place, a great heaviness came down upon me. Und da kam ein großes Gewicht auf mich. And it was like a cloud in the spirit that was heavy pushing down on my body on the bed. Es war wie eine Wolke des Geistes, die kam und hat auf mein Bett gedrückt. And I couldn't move except for my arms being raised. Ich konnte mich nicht bewegen, außer dass meine Arme erhoben waren.
But the shape of this cloud was like a coffin. Aber die Form, diese Wolke hatte die Form wie ein Sarg. And in those moments I was praising God from my spirit. Ja, in diesen Momenten habe ich Gott gepriesen für meinen Geist. But my body was dying to self. Aber mein Körper ist mir selber gestorben. Amen. And I'm standing here today. Und heute stehe ich hier. On these two legs. Auf diesen beiden Beinen. Without support. Ohne Stütze. And this was just only a few weeks ago. Ohne Krücke, aber das ist erst ein paar Wochen her. Yeah. Thank you, Jesus. You know, as we go through difficult times. Wisst ihr, wir gehen durch schwere Zeiten. We go through crazy, crazy difficult seasons in our life. Und wir haben verrückt schwierige Zeiten in unserem Leben. But my God was with me in every storm. Aber mein Gott war mit mir in jedem Sturm. And if you know my God, your God is with you in your storm. Und wisst ihr, mein Gott, euer Gott ist mit euch in jedem Sturm. This is the second time I've been raised from the dead. Das ist das zweite Mal, dass ich von den Toten auferweckt wurde. I'm starting to feel like a cat with nine lives and they're running out. Ich fühle mich wie eine Katze, die in Deutschland hat sie 7 Leben. In Germany cats have 7 lives. Oh, in England they have 9. Also in England haben Katzen 9 Leben. We have well blessed cats. Unsere Katzen sind so gesegnet. I'm staying in England now. Ich werde das in England sagen. Lord, remember I'm English, not German. Herr, erinnere mich dran, dass ich Engländer bin, kein Deutscher. Hallelujah. So I just wanted to share that with you to really show you that life can be tough even when we stand this side of this pulpit. Also, ich habe das euch erzählt, um zu sehen, um zu zeigen, das Leben kann hart und schwer und rau sein, auch wenn man hinter der Kanzel steht. You know, we might work miracles, we might see God move in people's lives. But you know what? We need miracles too. Also es kann gut sein, dass wir Wunder wirken und Gottes Wirken im Leben von anderen sehen, aber wir brauchen auch Wunder. Amen. Amen. So many years ago I was traveling evangelist with many of God's generals, some of which have passed on. Vor vielen Jahren war ich auf Reisen als Evangelist mit anderen Generälen Gottes, die schon in den Himmel gegangen sind. And as I traveled with these amazing men and women of God. Und wenn ich als ich mit diesen erstaunlichen Männern und Frauen Gottes unterwegs war, certain questions would arise in my mind. Da hatte ich Fragen. And one of these questions is, Lord, why don't these men and women of God get healed when they see many miracles? Und eine Frage war, Herr, warum werden diese Männer und Frauen Gottes, die so viele Wunder erleben, warum werden die nicht geheilt? Nicht geheilt. You know, why don't these great healing evangelists, you know, why don't they survive? Why do they die so young and why does this happen? Diese großen Heilungsevangelisten, warum sterben die so jung? Warum passiert das? And the Lord spoke this into my heart. Und der Herr sprach in mein Herz hinein. He said, because some of these leaders will not humble themselves. Weil einige dieser Leiter sich nicht demütigen. And they will not allow the audience to pray for them. Und die haben nicht zugelassen, dass die Zuhörer für sie beten. They so want to build faith in others, they're not in a position to receive. Die sind so darauf aus, in den anderen Glauben aufzubauen, dass sie nicht mehr fähig sind, selber zu empfangen. They don't understand the purpose of the church. Sie verstehen nicht, wozu die Gemeinde da ist. The church is to be a family there for one another. Die Kirche, die Gemeinde ist eine Familie, die füreinander da ist. Halleluja. Halleluja. Thank you, Jesus.
Hallelujah. Hallelujah. Danke, Herr. The lady at the back with the blonde hair. Die Dame da hinten mit blonden Haaren. Yes, you. Yes. I don't know what God's going to do, but he's going to do something for you. Ich weiß nicht, was Gott tun wird, aber er wird etwas für dich tun. I feel it in my spirit. Ich spüre es in meinem Geist. There it goes. It's been released. Hallelujah. It's been released. Es kommt, es ist auf dem Weg. There's something you've been asking for. I get the sense it's to do with older children. Wenn ihr mich fragen wollt, ich spüre, dass es etwas zu tun hat mit älteren Kindern. They've been on your heart. I get this image in my spirit, which may be true, may not be, but the image I see is of an older son. Also, ich kann recht haben oder auch nicht, aber in meinem Geist sehe ich so ein Bild vom älteren Sohn. And I just really feel that God's going to do something in that area, and I don't know what it is because he hasn't told me, but he says you already know. Also ich spüre irgendwas, ich weiß nicht was, Gott hat es mir nicht gesagt, aber er hat mir gesagt, dass du das weißt. So, I just leave it with God, pray about it, see what it means. Also lass es bei Gott und bete darüber, was das bedeutet. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah, glory. I will preach in a moment. Also ich fange gleich an zu predigen. Or teach, whichever you prefer. Oder zu lehren. But I don't really know how long I've got. Wie viel Zeit? Finish at one. Lunch is at one. Okay. Also Mittagessen ist um eins. It's going to be a long 40 minutes, folks. Also 40 Minuten, Leute. Hallelujah, glory. Thank you, Jesus. Hallelujah. What shall we preach on, Lord? What shall we share? Herr, was sollen wir predigen? Was sollen wir mitteilen? Thank you, Jesus. There's three things that I feel I could preach right now to this crowd. Three things I could preach to the. Also, ich könnte jetzt drei Sachen predigen. Thank you, Jesus. Lord's noticed you. Yeah. What I have been seeing for you since yesterday is a railway line. Also ich habe, say it again please. I've been seeing a railway line. Also ich habe eine Eisenbahnstrecke gesehen. And I don't see the train, I see the line. Ich sehe nicht den Zug, ich sehe die Schienen. And I see the speed that the train would be going down the track. Und ich sehe die Geschwindigkeit, mit der Zug fahren wird. And I believe that's your blessing. Und ich glaube, dass das dein Segen ist. It's coming fast. Er kommt schnell. Amen. There's many things God's shown me, but that's the most important one. Gott hat mir vieles gezeigt, aber das ist das Wichtigste. Okay, receive that. There's a blessing nimm das coming, an. And it's coming quickly. Als ein Segen, der schnell kommt. Hallelujah. To my friend in the blue shirt. Und mein Freund im blauen Hemd. Yes, that's you. He had to look at his shirt. Check. You've got some decisions ahead of you. Vor dir liegen ein paar Entscheidungen. You know, there's some important life decisions that are coming up in your life. Wichtige Entscheidungen für das Leben. There's going to be some unexpected doors that could open. Unerwartete Türen, die sich öffnen könnten. And you're going to have to make a very wise decision. Und du musst eine sehr weise Entscheidung treffen. To choose the right door. Die richtige Tür zu wählen. But God will give you a peace in your heart that will explain the door that you need to go through. Aber Gott wird dir Frieden ins Herz geben und dieser Friede wird dir zeigen, welche Tür die richtige ist. If you think with your heart or your mind, you'll go through the wrong door.
Wenn du denkst, mit deinem Herzen, mit deinem Verstand durch die falsche Tür zu gehen, and you'll find that your life goes back to square one. Und dann spürst, then you will. If you go through the wrong door, okay, you will go back to the beginning. Okay, wenn du durch die falsche Tür gehst, dann gehst du wieder auf Platz 1, also geh zurück zum Start. So when these decisions come your way, pray, pray, pray. Also wenn diese Entscheidungen vor dir auftauchen, bete, bete, bete. And God's going to give you a peace in your heart and maybe a word spoken to you that will make the way clear. Und Gott wird dir Frieden ins Herz geben und dir ein Wort geben, vielleicht, das dir den Weg deutlich macht, klar macht. There's some relationships that God is going to break, and there's going to be some new relationships God's going to create if you let him. Gott wird Beziehungen unterbrechen und er wird neue schaffen, wenn du das zulässt. Amen. Okay, thank you, Jesus. Let's get to the Word of God. Hallelujah. Jetzt gehen wir zum Wort Gottes. I'm just deciding. Thank you, Jesus. Okay, I'll just have a drink. Yes. Hallelujah. Thank you, Jesus. Judges chapter 6, I believe, is a good place to go. Now this is about Gideon. Also wir reden über Gideon. Richter 6. Yes, Judges chapter 6. Gideon. I won't read it for the sake of time, but this is where we're at. Wir haben nicht die Zeit, das alles zu lesen, aber wir sind an Richter 6. This is a message about fathers and getting to know the father. It's a message about sons. When we say sons, we mean daughters as well. Das ist eine Botschaft, da geht es um Vater und es geht um Söhne. Und wenn ich Söhne sage, da sind Töchter immer dabei. And so Gideon is a son. Gideon ist ein Sohn. Gideon is a man we don't exactly know how old he was at this time. Und wir wissen nicht genau, wie alt er damals war. But he's old enough to be doing some good work. Aber er ist alt genug, um gute Arbeit zu leisten. Now, you see, Gideon was in a very difficult place. Und Gideon war in einer sehr schwierigen Situation. Gideon was in a country that was occupied by the Midianites, the enemy. Gideon lebte in einem Land, das war besetzt von den Feinden, den Midianitern. And they've been bringing this oppression to the land. Und die hatten das Land unterdrückt. And the enemy was stealing the food and doing what they liked to the people. Der Feind raubte die Nahrung und tat mit den Leuten, was er wollte. And Gideon grew up in this place where he never saw his fathers fight back. He grew up in a place where he never saw his own fathers of the land fight back. Ah, und er war aufgewachsen und er hatte nie erlebt, dass seine Väter oder dass die Männer aufgestanden wären und zurückgeschlagen hätten. He knew the stories of victories of old. Er kannte die alten Siegesgeschichten. But he'd never seen anybody make a difference in his nation. Aber er hatte nie jemanden erlebt, der das Geschick seines Volkes gewendet hätte. I don't think he'd ever even seen anybody in his family make a difference. Wahrscheinlich hat er auch in seiner Familie nie erlebt, dass jemand etwas verändert hätte. And so Gideon was in a very difficult place. Also Gideon war in einer wirklich schwierigen Situation. But to get a breakthrough, he did something. Aber um einen Durchbruch zu bekommen, tat er etwas. See, even in the hardest places, a man or woman of God can do something different. Wisst ihr, selbst in den schwierigsten Umständen kann ein Mann, eine Frau Gottes etwas tun und etwas ändern. And so Gideon had an idea. Also Gideon hatte eine Idee, einen Gedanken.
In all this pain and all this difficulty and all this sorrow, in all diesen Schwierigkeiten, in all dem Kummer, where he'd lost his freedom, he'd lost his rights, he'd lost his birthright, wo er seine Freiheit verloren hatte, seine Rechte, sein Erbe, he chose to do something about it. Beschloss er, etwas daran zu ändern. And you all know the story, if you've heard this, the children grow up hearing the story of Gideon. Und wahrscheinlich kennt ihr alle die Geschichte, das liest man in Bilderbüchern, Kinder hören das. And Gideon went into the wine press, into that place, which was a place of crushing of wine, to make wine. Und Gideon war in der Kelter, dort, wo man aus den Trauben den Saft gewinnt. So he took the place that was meant to be crushing, that where those grapes would be crushed. He took that place. Also er nahm diesen Ort, in dem die Trauben zertreten werden. And he used it in a different way. Und er benutzte ihn anders. And that was he came to thresh the wheat. Und so kam er zu frischer Flüssigkeit. He came to get the grain, to make the flour, to make the bread. Also er hat das Getreide ausgedroschen, damit man Mehl daraus machen könnte und Brot. He was doing this in a secret place. Das tat er an einer verborgenen Stelle. He was providing for his family. Er sorgte für seine Familie. He was making a difference, not just to himself, but to the family around him. Er hat etwas verändert, nicht nur für sich selber, sondern für seine Familie. Clearly his family owned a vineyard. Offensichtlich besaß diese Familie einen Weinberg. But the next family over in the other side of the valley, their vineyard was crushing grapes in their wine press. In their wine press, they were making wine. Okay, also die Familie auf der anderen Seite des Tales, die hatten auch einen Weinberg und eine Weinkelter, aber die haben dort Trauben zertreten und Wein gewonnen. But as they would make the wine, the enemy would come and steal it. Aber Gideon hat sich gesagt, wenn ich Wein mache, dann kommt der Feind und raubt ihn. They would take it by force. Die nehmen das sich mit Gewalt. And they would steal what didn't belong to them. Und die nehmen sich, was ihnen nicht gehört. See, we talk in these circles today about the new wine. Wisst ihr, heutzutage, wir reden über den neuen Wein. We want the new wine. Wir wollen den neuen Wein. But the truth is, the enemy is stealing the new wine. Aber in Wahrheit, der Wein, der stiehlt, der raubt den neuen Wein. And as prophetic people, we need to do something different. Als prophetische Leute müssen wir etwas anderes machen. And I believe prophetic people will do things differently. Und ich glaube, dass prophetische Leute Dinge anders tun. Gideon is known as a prophet. Gideon ist bekannt als Prophet. Because he heard God. Denn er hörte Gott. And he did what God told him to do. Und er tat, was Gott ihm sagte, dass er tun soll. But at this time in his life, he didn't know this. Aber damals wusste er davon noch nichts. He just knew there was a need. Er wusste nur, es muss etwas geschehen. He knew they needed bread. Er wusste, dass sie Brot brauchten. So as we've been pressing in for the new wine, anstatt also jetzt da Trauben auszuquetschen, there's some people that have been pressing in to feed the people with new bread. Anstelle dem neuen Wein nachzujagen, nachzugehen, gibt es Leute, die sind darauf aus, dass sie ihr Volk mit neuem Brot versorgen. This season, if I can speak as a prophet right now. Also diese Zeit ist eine Zeit der Propheten. This season is not about new wine. Also diese Zeit, in dieser Zeit geht es nicht um neuen Wein. It's about the children receiving bread. Sondern dass die Kinder Brot haben. It's about people getting a fresh revelation of the Word of God. Wir brauchen eine neue Offenbarung vom Wort Gottes. We're going to prophetically, we're going to revisit the covenant that is the covenant in blood. We're going to revisit the covenant of blood. We
the people, the body of Christ, the covenant of blood. Okay, also wir, das Volk Gottes, wir brauchen den Blutsbund. Because it's the new covenant we're in. Denn das ist der neue Bund, in dem wir stehen. We're prophetic people. It's about time we understood the season that we're in. Als prophetische Leute sollten wir verstehen, in welcher Zeit wir jetzt sind. Now you might not have the office of the prophet. Vielleicht habt ihr nicht das Amt des Propheten. But you're all prophetic. Aber ihr alle seid prophetisch. You all hear the word of God. Ihr alle hört das Wort Gottes. You read it. Ihr lest es. And you let me preach it to you. Und ihr lasst mich zu euch predigen. So you're prophetic people because you're hearing what God is saying. Also ihr seid prophetische Leute, denn ihr hört, was Gott sagt. So it's time to do it. Und es ist Zeit, das zu tun. It's time for the word to come back. I've noticed just about every speaker, and Willie said it, read the word. Es ist Zeit, dass das Wort zurückkommt. Und ich habe bemerkt, dass jeder Sprecher hier sagt, lest in der Bibel. My brother Peter is writing a newer understanding of scriptures to help you understand what they mean. Und unser Bruder Peter hat gesagt, dass er ein Buch schreibt, das hilft, ein neues Verständnis des Wortes Gottes zu haben. So stop trying to get drunk on the new wine and start getting fed by the word. Also hört auf, euch zu betrinken mit dem neuen Wein und füttert euch, nährt euch vom Wort Gottes. Because people are starving out there whilst we're getting drunk on the Spirit. Denn es gibt Leute, die verhungern draußen. And the enemy is stealing them souls. Und der Feind raubt die Seelen. You're an evangelist, sir. Du bist ein Evangelist. You've got the power of God in your voice. Du hast die Kraft Gottes in deiner Stimme. The Lord has made you powerful for a reason. Und der Herr hat dich mächtig gemacht, weil er etwas damit vorhat. Und ich glaube, dass der Geist Gottes sich über dir bewegt in einer großen Art. If you let him. Wenn du es zulässt. Amen. Amen. Thank you, Jesus. And so the word has to become the daily meal. Also das Wort Gottes muss euer tägliches Brot sein. Did I say it was going to be easy making bread and giving new revelation to people? No. Ich sage nicht, dass es einfach ist, Brot zu backen und den Leuten neue Offenbarung zu geben. Nein, ist es nicht. But we are called to make a difference. Aber wir sind berufen dazu, etwas zu verändern. Gideon didn't know he was a prophet yet. Gideon wusste noch nicht, dass er ein Prophet ist. But he had this thing in his heart that burned to make a difference. Aber in ihm brannte etwas und er wollte einen Unterschied bewirken. And when you have a burning in your heart to make a difference, you do make a difference. Und wenn es in dir brennt, dass du etwas verändern willst, dann wirst du etwas verändern. And you get noticed by God. Und Gott wird auf dich aufmerksam. You see, God is looking for people that are already engaged and making a difference. Wisst ihr, Gott sucht nach Leuten, die sich schon daran gemacht haben, einen Unterschied zu bewirken. The families in the other valleys, in the other vineyards, were not making a difference. Die Familien in den anderen Tälern und mit den anderen Weinbergen, die haben nichts verändert. Gideon's own father and family were not making a difference. Und Gideons Vater hat auch nichts verändert. Gideon alone went into that place alone to make a difference. Gideon allein ging dorthin in die Kälte, um etwas zu verändern. You know, we want to go in with the team. Wisst ihr, wir wollen hingehen und wir wollen mehrere sein. But it starts with one. Aber es beginnt mit einem. You always start with one. Es fängt immer mit einem an. The team for Gideon came later. Und das Team, die Mitkämpfer Gideons, die kamen später. Some of you have not done things in your life because you are waiting for friends to support you.
Manche von euch haben nicht angefangen, dies oder das zu tun, weil ihr gewartet habt, dass Freunde kommen und euch den Rücken stärken. But the Lord can renew that zeal, that passion to make a difference. Aber der Herr kann diesen Eifer, diese Leidenschaft, etwas zu verändern, das kann er erneuern. Amen. So, are you ready to make a difference? Seid ihr bereit, etwas zu verändern? If you're willing to make that sacrifice, wenn ihr bereit seid, dieses Opfer zu bringen, you will find that there'll be opposition. Dann werdet ihr auf Widerstand stoßen. First of all, there's an enemy that will steal what you're doing. Erstens, da gibt es einen Feind und der will rauben, was ihr tut. They'll come in and they'll devastate what you've done before. Der kommt und macht kaputt, was ihr bisher gemacht habt. But you just get new ideas and new ways of doing things. Aber dann bekommt ihr neue Ideen und ihr findet neue Wege, etwas zu tun. You'll recognize that what the enemy is, the enemy. Und euch wird klar, was der Feind ist, der Feind. But we spend so much time worrying about the enemy, we do nothing. Aber solange wir uns nur um den Feind kümmern, tun wir gar nichts. But the prophetic people do something that's different. Prophetische Leute aber tun etwas, das anders ist. They do something that no one else is doing. Die tun Dinge, die keiner tut. Because they have a heart to make a difference. Denn sie haben ein Herz, das etwas verändern will. I think Gideon's own family said, "You're crazy." Wahrscheinlich haben Gideons Familie haben gesagt, bist verrückt. Now maybe they were involved in the process of getting the wheat into this place. I don't know. Ich weiß nicht, ob sie mitgeholfen haben, den Weizen dorthin zu schaffen. All we read is that Gideon was alone. Wir lesen nur, dass Gideon allein war. And I think his family was hiding away from the enemy. Und ich denke, dass seine Familie sich verkrochen hatte vor dem Feind. I think his family was fearing what could happen and not wanting what would happen. Ich glaube, seine Familie hatte Angst vor dem, was geschehen könnte und wollte nicht, dass er das tut, was möglich wäre, dass es geschieht. Did you get that? Did I get it? Hallelujah. You know, the enemy looks so big. Der Feind, der sieht so riesig aus. And you're surrounded by family and friends who says you're going to cause trouble if you do that. Und um ihn herum stehen deine Familie und deine Freunde und sagen, wenn du das tust, das kann Ärger geben. Don't do that, you're going to create bigger problems. Mach das nicht, du machst alles nur schlimmer. But you know the job needs doing. Aber du weißt, das muss getan werden. Otherwise you won't survive and your family won't survive. Sonst überlebst du es nicht und deine Lieben überleben es auch nicht. So Gideon determined in his heart to make a difference. Also Gideon hatte in seinem Herzen beschlossen, einen Unterschied zu bewirken. And the angel of the Lord, the messenger of God, showed up. Und der Engel des Herrn, der Bote Gottes, tauchte auf. And we read that the angel entered into that secret place. Und wir lesen, dass der Engel in diesen verborgenen Ort kam. The word angel is just messenger. Das Wort Engel bedeutet einfach Bote. So Gideon didn't see this bright shining figure. Also Gideon hat nicht so eine leuchtende, strahlende Figur gesehen. He just saw somebody like you and me. Er hat jemanden gesehen wie du und ich. And he didn't recognize the angel to be a messenger of God. Und er hat nicht erkannt, dass dieser Engel ein Bote Gottes war. But the angel steps in. Aber der Engel kommt so herein. And he greets Gideon. Und er grüßt den Gideon. And he says, "You mighty man of valor." Und sagt, du mächtiger Held Gottes. And Gideon must have looked round and thought, "Who's he talking to?" Der Gideon hat sich wahrscheinlich umgeschaut und sich gefragt, zu wem sagt er das? You've got the wrong wine press. Du bist an der falschen Kelter gelandet.
You know, sometimes we'll get a prophetic word released to us. Manchmal kommt ein prophetisches Wort zu uns. A messenger of God will arrive and we won't recognize them. Ein Bote Gottes kommt und wir erkennen ihn nicht. Because we're not in the place of blessing, we're in the place of pain. Denn wir fühlen uns gerade nicht sehr gesegnet, wir sind im Schmerz. We won't recognize God in this and we won't hear God in this because we're in the place of hardship. Wie will? Not recognize God. Also wir erkennen nicht, dass das Gott ist, denn es geht uns gerade so schlecht, es ist alles so schwierig. And in that place of hardship, it's hard for us to hear God. Und wenn alles um uns herum, wenn alles so schwierig ist, dann ist es auch schwer, Gott zu hören. In that place of loneliness and rejection where you're left alone. Wenn du so einsam bist und so abgelehnt und bist ganz allein, im Stich gelassen, it's hard to get past the pain to hear. Dann ist es schwierig, sich über den Schmerz hinwegzusetzen und zu hören. When you're alone. Wenn du allein bist. But I tell you, aber ich sage dir, some of you have not recognized the voice of God speaking to you. Manche von euch haben noch nicht erkannt, dass da die Stimme Gottes zu euch spricht. And as he heard what the angel was saying, und als er hörte, was der Engel sagte, from that place of a bruised heart, Gideon speaks. Und Gideon spricht mit einem zerschlagenen Herzen. In that place where his spirits were crushed. Von einer Position aus, wo sein Geist zerdrückt ist. In that place where he'd seen nobody stand up to the enemy. Und er sieht, keiner steht auf gegen den Feind. And he felt alone. Und er fühlte sich allein. He doesn't say, really, me is awesome and valor. He doesn't say, me, wow, I'm so amazing. Also, God. Er sagte nicht, oh wow, wirklich, ich bin ein Held. God spoke and sent an angel to me. We don't hear Gideon say that. Gott spricht und er schickt mir einen Engel. Das hören wir nicht, dass Gideon das sagt. What we hear is Gideon say, why me? Gideon fragt, wer, ich? I've heard about God. Warum ich? Ich habe von Gott gehört. But I've never seen God. Aber ich habe Gott noch nie erlebt. Do anything for me. Ich habe noch nie erlebt, dass Gott irgendetwas für mich tut. I've heard about the past glories. Ich habe gehört, was früher Herrliches passiert ist. The gods of our fathers. Der Gott unserer Väter. I've heard about that God that did things. Ich habe gehört über diesen Gott und der hat Wunder getan. But that God has abandoned me. Aber dieser Gott hat mich verlassen. And you know what the angel did? Und wisst ihr, was der Engel tat? You mighty man of valor. Du starker Held. God has heard you. Gott hat dich gehört. And God is sending you. Und Gott sendet dich. The angel didn't get involved in the feel sorry state. Der Engel hat nicht mitgemacht in dem ich armer Socken Lied. God is not interested in you crying out, why me, God? Gott interessiert es nicht, wenn du rufst, warum ich, Herr? That sounds hard. Das hört sich jetzt hart an. That sounds harsh. Das hört sich grausam an oder gefühllos. But God is interested in telling you who you are. Aber Gott will dir sagen, wer du bist. You're not what your circumstances say you are. Du bist nicht das, was deine Umstände sagen, dass du es wärst. You're what God says. Du bist das, was Gott sagt, dass du bist. And God's saying you are a mighty man and woman of God in this room. Und Gott sagt hier in diesem Raum, du bist ein mächtiger Mann, eine mächtige Frau Gottes. I tell you, ich sag we need euch, to hear this message very carefully. Diese Botschaft müssen wir sehr vorsichtig, sorgfältig hören. It's easy to see the world around us. Es ist so einfach, die Welt um uns herum zu sehen.
And it's very easy to be overwhelmed by the size of the problems. Und es ist sehr leicht, dass die Größe der Probleme uns überwältigt. But the moment we decide in our hearts to make a difference. Aber in dem Moment, wo wir in unserem Herzen beschließen, dass wir etwas verändern wollen. God's decided to send a messenger to speak into us. Da beschließt Gott, einen Boten zu senden, der in uns hineinspricht. You see, as a messenger of God, wisst ihr, als Bote Gottes, I'm responsible for what I say. Bin ich verantwortlich für das, was ich sage. Jesus said, I only say what I hear my Father saying. Jesus sagte, ich sage nur, was ich meinen Vater sagen höre. And so we have a responsibility when we speak for God to make sure we're hearing God. Also wir sind verantwortlich, wenn wir für Gott sprechen, dass wir auf Gott hören. And so as a man of God standing here by God's grace. Und als Mann Gottes, der durch Gottes Gnade hier steht, I'm speaking to you in your place of pain. Spreche ich zu euch in dem Platz der Schmerzen, wo ihr seid. I'm speaking to you in your place of disappointment. Ich spreche zu euch in eurer Enttäuschung. I'm speaking to you in the place of rejection. Ich spreche zu euch so abgelehnt, wie ihr euch fühlt. I'm telling werdet. You. Und ich sage euch, God has seen you. Gott hat euch gesehen. God has sent me. Gott hat mich geschickt. And I declare to you, und ich erkläre euch, mighty man and woman of God, mächtiger Mann oder Frau Gottes, you're full of valor, du bist ein Kriegsheld, which means victory. Du bist voller Sieg. You're full of victorious strength. Und du hast siegreiche Stärke. Du bist voller siegreicher Stärke. Amen. Voller Siegeskraft. Gideon, had no armor. Gideon hatte keine Rüstung. He was no leader. Er war kein Anführer. He had no army. Er hatte kein Heer. No one. Keinen. But he was still called a mighty man of valor. Aber immer noch nennt ihn Gott siegreichen Held. This conference is about the Father and experiencing the Father. In dieser Konferenz geht es um den Vater und dass wir den Vater erleben. The Father is saying to the sons and daughters. Und der Vater sagt den Söhnen und Töchtern. You're of great value. Value. Great value. Also ihr seid sehr wertvoll. You're of great worth. Ihr seid von hohem Wert. And you're called to do great things. Und ihr seid berufen, Großes zu tun. I might preach a little more on Gideon later, if you'll let me. Also vielleicht, wenn ich darf, spreche ich später noch ein bisschen mehr über Gideon. But it begins with an encounter with God. Aber es beginnt mit einer Gottesbegegnung. Your change, your transformation begins with a messenger releasing a word. Ihr werdet verändert, eure Umgestaltung beginnt mit einem Botenwort. You're in the right place. Und ihr seid am richtigen Platz. You might be in pain, but you're in the right place. Vielleicht tut's euch gerade weh, aber ihr seid am richtigen Platz. Hallelujah. Hallelujah. What is it? Glory. Hallelujah. You see, because hallelujah was never enough when you've been through the pain. It has to become glory. Also, glory, hallelujah. Hallelujah reicht nicht, wenn ihr aus dem Schmerz draußen seid. Ihr ruft auch Gloria, Herrlichkeit. You're not alone. Ihr seid nicht allein. We're not alone. Wir sind nicht allein. It might feel that way, but you are not. Vielleicht fühlt ihr euch allein, aber ihr seid nicht allein. Turn to your neighbor and tell them they're not alone. Dreht euch mal zu eurem Nachbar hin und sagt ihm, du bist nicht allein.
If you're sitting by yourself, say to yourself, I'm not alone. Und wenn du allein sitzt, dann sagst du dir selber, ich bin nicht allein. God is with you. Gott ist mit dir. Hallelujah. Let's pray. Wir beten. Father God, we thank you for your presence in this place. Vater Gott, wir danken dir für deine Gegenwart hier. Father God, we thank you for the word of God. Wir danken dir für das Wort Gottes. Father, we thank you that the word is in season. Vater, danke, dass das Wort, even when we're not in season, the word is. Dass das Wort immer zur rechten Zeit ist, auch wenn wir vielleicht nicht in der richtigen Zeit sind, aber das Wort Gottes ist immer zur rechten Zeit. So Father, as your son, I pray. Vater, ich bete als dein Sohn. That the word will transform the hearts here today. Dass das Wort heute die Herzen umgestaltet. That the people watching via live stream in their homes or wherever they are. Auch dass die, die im Livestream zuschauen, zu Hause oder wo auch immer. And that everyone will get this revelation. Dass sie diese Offenbarung bekommen. That God is for us. Dass Gott für uns ist. So who can be against us? Wer kann dann noch wider uns sein? That greater is he that is in me. Und größer ist der, der in mir ist. Than he that is in the world. Als der, der in der Welt ist. Father, we thank you that we don't do this thing without you. Vater, danke, dass wir das nicht ohne dich tun. We thank you for the Son, our Savior and our Lord and our God. Danke für den Sohn, den Retter, unseren Herrn und Gott. We thank you that there is a covenant through his blood. Danke, dass es einen Bund gibt durch sein Blut. That has made these things possible. Der all das ermöglicht hat. And so Father, we thank you that you are doing something in our hearts. Und Vater, so danken wir dir, dass du etwas tust in unserem Herzen. And as your word says, you will not leave us orphans. Und dein Wort sagt, dass du uns nicht als Waisen zurücklässt. Father, I break off the spirit of rejection. Vater, und ich breche diesen Geist der Ablehnung, ich breche ihn weg. I break off the Jezebel controlling spirit right now in Jesus' name. Und ich breche den kontrollierenden Isabel-Geist jetzt im Namen Jesu. I break off the spirit of lies that Lithian is dead in Jesus' name. The words are nullified in Jesus' name. Und ich, what? I break off the spirit of lies. Also ich breche den Geist der Lüge ab. I nullify those words. Und ich erkläre diese Worte für null und nichtig. I speak life into those who are here. Und ich spreche Leben hinein in die, die hier sind. And Father, your son came to give us life as God has it. Und Vater, dein Sohn kam, um uns Leben zu geben, wie Gott es hat. So Father, my prayer is that they will receive this life, this Zoe life. Vater, und ich bete, dass sie dieses Leben empfangen, dieses Zoe Leben. And Father, refresh them. Vater, erfrische sie. Father, strengthen them. Vater, stärke sie. Father, heal them. Vater, heile sie. In Jesus' mighty name. Im mächtigen Namen Jesu. Amen. 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 Glory.